Hey Skat-Freunde, willkommen zu einer neuen Folge Rocket. Und während sich der Jackpot auf die 40.000 Euro zubewegt, ist es in dieser Woche so leicht wie noch nie zuvor. Das kann ich ziemlich sicher sagen, denn die Teilnehmerzahlen sind ein bisschen zurückgegangen. Ich denke mal, es liegt daran, dass schon einige Spieler qualifiziert sind und dass das Wetter auch viel besser geworden ist. Also wer es versuchen will, jetzt oder nie, so einfach wird es wahrscheinlich nicht bald wieder. Ansonsten passt die Liste, die hier heute abgelaufen ist, ziemlich gut zu unserem Thema Gegenspiel. Das war natürlich nicht beabsichtigt und ich spoilere jetzt schon ein bisschen, aber es gibt hier einige verlorene Spiele, einige ganz schöne Gegenspiele. Von daher schauen wir es uns mal an. Mein erstes Blatt hier in Mittelhand. Ich habe natürlich aufgrund der drei Buben 18 gesagt. Das war aber auch mein letztes Gebot und ich bin gar nicht unglücklich, dass ich hier nicht reingekommen bin, habe nicht ein einziges Volles in der Hand. Und Spieler 2 in Vorhand eröffnet die Liste mit einem 0. Und ja, da ist meine Gegenkarte natürlich irgendwie schon ungewöhnlich. Bube, König und dann zweimal die 7 zu dritt. Da könnte natürlich irgendwo was gehen. Aber jetzt sehen wir es hier schon im zweiten Stich. Abwurf Kreuz 10 auf Karo. Damit schwinden meine Hoffnungen natürlich, denn ja, im besten Fall hat der Spieler vielleicht Kreuz 8, 10 Bube und dann geblufft, aber so oder so. Mein Partner wird einfach keine gute Chance haben, auf Kreuz abzuschmeißen. Von daher, wenn mein Partner das Spiel nicht in Pik oder Herz schlägt, dann sehe ich hier keine Möglichkeit. Und so ist es auch. Kreuz Dame bei meinem Partner 8 und Bube beim Alleinspieler noch zusätzlich zur 10. Das Spiel konnten wir nicht lösen. Spiel 2 in Vorhand. Ja, ein paar volle, aber kein Buben, nichts Halbes und nichts Ganzes. Pik wird gespielt, habe ich gerade 4 dagegen. Da bietet es sich ja an, mit den eigenen Vollen auf den Tisch zu gehen. Jetzt bekomme ich allerdings von meinem Partner nur die Kreuz Lusche. Und das heißt natürlich ziemlich sicher, dass König Dame beim Alleinspieler sind. Der könnte auf dem Kreuz König zu dritt stehen. Den will ich ihm nicht unbedingt hochspielen. Von daher wechsle ich jetzt die Farbe auf meine lange Farbe Karo. Karo Ass wird rausgenommen. Herz Bube jetzt hier von meinem Partner. Klar, der Alleinspieler wird nicht die anderen drei Buben haben, deswegen lege ich erst den König. Jetzt kommt Kreuz zurück und es wird gestochen. Das bedeutet, der Alleinspieler hat ziemlich sicher Kreuz Dame König im Keller. Damit klärt sich die Karte schon hier jetzt auch klar zu erkennen. Es ist ein Fünftrümpfer. Und jetzt kommt hier so eine Schlüsselszene auf die Karo Dame. Darf ich jetzt auf keinen Fall die Karo 10 legen, dann können wir das Spiel nicht mehr gewinnen. Und das ist an sich jetzt nur zu erkennen, wenn man das Muster, sage ich mal, kennt. Der Alleinspieler hat ein Kreuz, er hat fünf Trümpfe und er wird ganz selten jetzt zwei Zwillinge noch an der Seite haben. Das Muster ist fast immer bei einem Fünftrümpfer mit zwei Einzelnen und einem Drilling an der Seite. Von daher war es für mich klar, dass der Karo König bei meinem Partner sitzen muss. Sonst hätte der Alleinspieler das Spiel anders gedrückt und Kreuz Dame König wohl in der Hand behalten. So, wir hatten 30 liegen. Jetzt kommt auch Herz Ass, Herz 10. Steche ich hier natürlich auf 46 und wir brauchen natürlich die Karo 10 zwingend. Deswegen Einschub in Trumpf geht nur, wenn mein Partner den Herz König noch macht, diesen Stich. Da fliegt der Karo König und das ist natürlich richtig. Dann muss mein Partner den Herz König haben und da haben wir das erste Spiel mit 60 erwischt. Ich halte mich weiter vornehm zurück. Die Karte gibt nichts her, aber es wird wieder gereizt von beiden Seiten. Bin auch eine Farbe frei, also könnte wieder ein heißer Ritt werden. Pik wird gespielt, mein Partner öffnet Herz und jetzt bin ich natürlich am Spiel und Herz zurückzuspielen ist einfach keine gute Karte, denn entweder mein Partner hat aus der 10 zu dritt aufgeschlagen, das vermute ich, dann kann der Alleinspieler sofort 10 und Bild stechen, oder der Alleinspieler steht noch in 10 Lusche, dann setze ich meinen Partner hier auf Schuss und er sticht ins Leere. Sehr unwahrscheinlich, dass nun gerade mein Partner noch die 10 hat und der Alleinspieler eine Lusche mitbedienen muss, dann hätte mein Partner aus der einfach bestellten 10 aufgeschlagen. Von daher nicht gut, Herz weiterzuspielen. Ich wechsle lieber die Farbe, guck mal, was im Kreuz los ist.
nimmt der Alleinspieler auch das Ass raus. Karo Bube, ich lege erstmal nur die Lusche, will meinen Partner noch nicht zwingen. Die Trumpfvollen sind ja noch nicht ganz klar für mich, wie sie sitzen. Soweit alles richtig. Und jetzt geht der Alleinspieler hier schon über das Karo Ass und da ist es wieder zu erkennen. Ganz offenbar wieder ein Fünftrümpfer mit zwei blanken Assen und dem Karo Ass zu dritt. Von daher, obwohl mein Partner 5 Trumpf dagegen hat, das sehe ich hier schon, können wir das Spiel leider nicht gewinnen, denn wir bekommen seine Herz 10 einfach nicht heim und der Alleinspieler wird ganz einfach noch mein Bild mit der Herz 10 stechen können und damit zu Hause sein. Von daher, ich spiele jetzt die kleinste Karte aus, die ich in der Hand habe, wohl wissend, dass das für uns nicht mehr lang wird. Von daher, Schneider frei werden wir hier, ich lade durch und wir bekommen sogar die Reststiche, haben allerdings nur 55. Holla, in Mittelhand, Spiel 4, das ist mir doch jetzt mal 18 wert und da wäre ich auch noch ein bisschen weiter gegangen, komme aber für 18 ran. Karo Bube gefunden und jetzt, ja, es ist gar nicht so ein gutes Spiel. Ich spiele ihn trotzdem als Grang, weil ich auch an sich kein besseres, solideres Fünftrumpfspiel habe. Die sind zwar auch nicht schlecht, aber genauso leicht verlierbar wie dieser Grang. Hier habe ich immerhin 4 Volle schon relativ sicher mit der Pik 10 im Keller und brauche natürlich ja, optimalerweise noch den fünften Vollen oder ein paar Bilder. Hier kriege ich gleich beide Herzbilder, eigentlich ein ganz glücklicher Verlauf. Stehe ich jetzt schon auf 28. Wenn ich jetzt den Buben ziehe und die Buben stehen zusammen, dann fehlt mir ein bisschen die Kontrolle. Dann kann es am Ende schwer sein, noch eine 10 zu bekommen. Und insofern habe ich jetzt nach einiger Überlegung doch erstmal Herz wieder rausgespielt. Das kann mich natürlich in einer anderen Konstellation auch wieder Kopf und Kragen kosten. Wenn jetzt die Buben verteilt stehen zum Beispiel und jetzt mir dadurch ein Ass abhanden kommt. Trotzdem habe ich es jetzt lieber so rum versucht. Es wird hier auch die Farbe gewechselt, Pik kommt raus, dann kann ich immerhin den Karo Buben hier verstechen, die 6 Augen mitnehmen auf 34 und jetzt ziehe ich natürlich den Buben und da kommen sie links und rechts, damit ist das Spiel gewonnen mit 40 Augen und noch 2 Assen in der Hand. Kreuzkönig war hier tatsächlich blank, jetzt finde ich es nicht mehr so schlimm und da kriege ich sogar noch die Karo 10. Damit ist das Spiel ganz locker gewonnen. Und wir wenden uns Spiel 5 zu. Interessant, wieder 2 Reizungen, wo ich selber schon 5-mal Herz von oben habe. Weil ich allerdings keinen Buben habe, bin ich natürlich gar nicht hier ins Geschehen eingestiegen. Ich habe eine vielleicht ganz gute Gegenspielkarte, aber kein Eigenspiel. Und jetzt wird Grang gespielt. Da ist natürlich meine Hoffnung, dass mein Partner, der mitgereizt hat, 2 Buben hat und vielleicht selber noch in Pik das Ass. Lange Farbe und dass halt der Alleinspieler hier wirklich nur einen Zweifarbengang gemacht hat. Deswegen logisch erstmal Herz Ass im Aufschlag. Alleinspieler scheint hier zu überlegen und dann bedient er die Herz 7 und das ist für mich natürlich jetzt gar nicht so gut, weil ich jetzt nicht so eine richtig schöne Fortsetzung habe. Herz 10 kann ich natürlich nicht bringen, dann wimmelt mein Partner womöglich und der Alleinspieler sticht natürlich auf jeden Fall, wo kein Herz mehr drin ist. Herz König ist so eine Verpflichtung zum Stechen. Ich möchte aber an sich nicht, dass mein Partner sticht, wo ich ihn ja auf 2 Buben setze. Von daher entscheide ich mich jetzt, die Herzdame nachzuspielen. Und die Herzdame flüstert sowas wie, stich mich nicht, ich bin doch nur eine kleine Dame. Aber diesen Ruf hat mein Partner hier nicht gehört, er sticht trotzdem, wobei damit natürlich ziemlich klar ist, dass er auch nicht 2 Buben hat, zumindest will ich das hoffen, dass er hier nicht mit 2 Buben vorgestochen hätte. Und das ist natürlich nicht gut, denn das ergibt dem Alleinspieler natürlich die Chance, auf 5 Augen hier eine Lusche abzuschmeißen. Und jetzt bin ich doch ein bisschen überrascht, er hat offenbar gar nicht viel abzuschmeißen. Er sticht hier über die 5 Augen und klärt jetzt Kreuz, also er hat wohl den Single, dann 3 Buben und vielleicht 2 Drillinge in Kreuz auf jeden Fall, bleibt aber am Stich. Und jetzt wechselt er auf Pik, wir haben 21 und Karo ist tatsächlich die Stechfarbe. Also so sieht es aus, er hat wohl 2 Drillinge an der Seite. Und jetzt bin ich ja doch noch ein bisschen überrascht aufgewacht. Er muss hier noch Bilder abgeben. Guckt es euch an, guckt euch das an. Jetzt hätte ich mich hier fast noch vertan, dabei war es doch schon alles gelesen und logisch.
Da ist das Spiel verloren. Wir haben diesen Gang geschlagen, aber das muss man sagen, nicht aus eigener Kraft, sondern wirklich ganz schön dusselig vorgetragen im zweiten Stich, Abwurf Pik 9 aus Ass Dame 9. Dann wäre das Spiel doch schon so überhaupt nicht mehr schlagbar gewesen. Dann hätten wir nur noch zwei Stiche gemacht, Kreuz und Pik Dame jeweils. Also das war schon wirklich sehr merkwürdig vorgetragen, auch im Endspiel mit ein bisschen Gabelstellung, nachdem ich die ganzen Herz habe, wäre ein Stich noch weniger abzugeben möglich gewesen. Also ja, man sieht und staunt, da ist ein guter Grang ziemlich ideenlos abgeschenkt worden. Nun spielt Spieler 1 Grang bei 22er Reizung. Spielt Kreuz raus, also der Grang sieht ein bisschen anders aus vom Kaliber, so wie der hier vorgetragen wird. Ich selbst war eben noch in Gedanken beim anderen Spiel, deswegen habe ich da die Bilder noch falsch gelegt. Da wird aber schon abgeklappt, alles ohne Konsequenz. Grang mit 4 locker gewonnen, den können wir sofort wieder abhaken. Der lief einfach durch und dann sind wir im Spiel 7 und ich habe wieder einen schönen Ansatz. 10 bestellt, noch eine 10, 3 Buben im Ass. Logisch, das Ding ziehe ich jetzt auf Grang durch. Darf natürlich gerne ein bisschen was finden, tue ich auch, wie bestellt, Kreuz Ass und Karo König, die passten natürlich beide sehr gut, damit ist es jetzt ein sehr guter Grang, mit Herz 10 sogar noch im Keller. So, nachdem hier Pik nicht gestochen wurde, ist das Spiel schon nicht mehr zu verlieren. Wenn ich den Buben natürlich ziehe, tue ich. Karo Lusche fliegt, damit kann ich jetzt natürlich auch Karo König spielen. Entweder sie stehen zu dritt oder 2-1. Stehen sie 2-1, tun sie, dann kommen sie auch nicht an die 10 ran. Und jetzt hatte ich hier schon die Kreuz Lusche vorgezogen, um direkt gegen 18 Augen liegen den Unterzug zu machen, damit nicht womöglich auf ein Kreuz König oder damit zu dritt das Herz Ass fliegen kann. Jetzt fliegt hier aber die Kreuz 7 weg und damit fehlen natürlich nur noch 3. Damit verbietet oder erübrigt sich dieser Unterzug, beziehungsweise der ist dann nicht mehr sinnvoll. Jetzt spiele ich lieber so von oben weiter Karo und ja, da ist das Spiel jetzt doch Schneider, denn selbst wenn Kreuz jetzt noch einen Stich macht mit Herz Ass, ist der letzte volle aus dem Spiel. Ja, da sehen wir es. Spieler 1 hat tatsächlich Kreuz König zu viert gehabt. Den Stich darf er gerne noch machen. Sieht also ganz gut für mich aus. Beide Kontrahenten haben schon was hinter die Ohren bekommen, während ich jetzt 2-0 stehe mit 2 Grangs. Insofern jetzt hier habe wieder gar nicht, einen Ansatz habe ich wieder, aber es reizen gleich wieder beide. Ich kann sowieso nur Karo. Also schauen wir uns mal an, was da jetzt passiert. Immerhin bin ich wieder eine Farbe frei, habe noch 2 Asse und einen Buben. Dürfte wieder ein heißer Tanz werden. Herz wird gespielt. Und gerade aufgrund der Reizung auch von meinem Partner habe ich mit Pik Lusche natürlich ein ziemlich gutes und ungefährdetes Ausspiel. Mein Partner geht nur mit der Lusche ran. Abwurf Karo Lusche sieht jetzt natürlich noch nicht so glücklich aus. Andererseits, die beiden Vollen werde ich doch wohl auf Trumpfstiche von meinem Partner heimbekommen und die Karte ist damit auch geklärt. Insofern jetzt große Überraschung, warum zieht mein Partner jetzt das Kreuz Ass zwischen? Ist doch eigentlich logisch, die ABC-Regel, Farbe A wird gespielt, Farbe B wird abgeschmissen vom Alleinspieler. Wenn er uns nicht geblufft hat, dann muss er Farbe C, also Kreuz, noch stark in der Hand haben, von daher das Kreuz Ass ein bisschen irritierend hier für mich. Kann vielleicht nur bedeuten, dass mein Partner die Hand so voll hat, dass er es sich erlauben konnte. 15, 22, so, ich spiele jetzt natürlich Karo, Stechfarbe gefunden, Karte komplett geklärt, Pik Ass rein, ja, Trumpf Ass auch noch bei meinem Partner, unten dunkler Bube natürlich wegen der Reizung, alles klar, damit 44 und mit diesem Stich schon 61 und einen weiteren Stich machen wir natürlich auch noch. Ja, muss man sagen, Spieler 2, nachdem er nun diesen Grang verloren hat, dass er jetzt hier noch so eine Rübenkarte reizt, wo er jetzt 48 Augen bekommt und das nur, weil ihm die Kreuz 10 noch hochgespielt wird. Naja, das muss ja nicht unbedingt sein, aber so sieht man es hier eben manchmal. Es stehen natürlich auch nicht immer 4 Trümpfe, aber das war doch ohne Seitenass ein ganz schön schlechtes Spiel. Und nun ist er wieder dabei.
Spiel 9, er gibt nicht auf, das kann man ihm nun wirklich nicht vorwerfen. Spieler 2, Respekt, du holst alles raus aus dem Blatt und du knauserst auch nicht mit Abreizgeld. Das wollen wir dir zugute halten. Jetzt bin ich gespannt und es wird wieder ein Grang. Gut, wo jetzt hier die Buben kommen, habe ich an sich schon so ein bisschen abgeschaltet. Ich kann sowieso gar nicht so viel beeinflussen. Sieht mir aus wie so ein Läufergrang, der ziemlich problemlos, gefahrlos ins Ziel läuft. Gucken wir hier gerade noch mal, was wurde denn offen gespielt. Hier 55 jetzt schon offen gespielte Augen. Jetzt hier sticht er mich dann doch das erstmal noch mal überrascht. Warum wimmelt mein Partner nicht und warum kommt jetzt der Pik König raus? Vielleicht hat mein Partner doch sogar noch einen Buben. Ich spiele also einfach Pik zurück und er sticht tatsächlich. Das kann an sich nur bedeuten, er macht jetzt Rest. Und ja, danach sieht es auch stark aus. Der Alleinspieler hat ganz offensichtlich sogar noch die Herzen in der Hand. Und ja, jetzt bin ich in dem Moment wirklich doch ein bisschen wieder von den Socken. Da wache ich auf. Er hat tatsächlich noch einen Grang verloren hier mit nur 55. Und das ist doch schon wirklich sehr erstaunlich. Er hat null Augen gedrückt, dass er bei diesem Spiel am Ende Kreuz Pik Dame König abgibt und Herz 10 Dame, dass er da nicht wenigstens die 7 Augen in Pik gelegt hat, dann hätte er die Herz 10 ja immer noch als Verstärkung im Blatt halten können, also Spieler 2 ja reizen kann er, aber das andere ist bisher nicht wirklich überzeugend. Ja, da sieht man, da wundert man sich, freut sich vielleicht ein bisschen, nimmt es zur Kenntnis und macht sich eben sein Bild. Spiel 10, Spieler 1, der kann natürlich vielleicht am ehesten jetzt ein bisschen angepisst sein. Ich habe ja gar keine Karten gehabt, mir sind also nur 1-2x40 Punkte unverhofft in den Schoß gefallen. Spieler 1 dagegen ist mehrfach nicht rangekommen. Jetzt spielt er Grang und ja, Spieler 2 trifft Herz-Dame, meine Stechfarbe, ich habe 2 Buben. Ja, nun wollte ich erst schon abschmeißen, weil ja vermutlich damit nicht besonders viel geht. Ich habe mich dann doch nochmal umentschieden und steche mit 2 Buben ins Leere, was ich schon vermute, einfach aus der Überlegung heraus, dass es ja mal ein Grang ohne 4 sein könnte und der soll natürlich nicht gewonnen werden, wenn hier eine Farbe auf Stich steht. Und daher wechsle ich auch auf meine starke Farbe und wo jetzt das Kreuz Ass allerdings bei meinem Partner ist, ist diese Hoffnung hinüber, dann wird es wohl nicht der Grang ohne Vieren sein und dann werden wir das Spiel wohl auch nicht gewinnen können. Zumindest wäre das jetzt eher überraschend. So, da ist mein Bube weg, da geht es über die Dörfer. Gut, Pik König, das sieht so aus, als ob wir noch einen Stich machen, entweder mit Karo 10 oder mit Herz 10. Da ist der Stich. Da sind wir raus und dann sind wir das Spiel 10 durch. 2 Spiele kommen noch und Spieler 1 ist noch in Schlagdistanz, obwohl er ein Spiel verloren hat. Doch, er hat ja auch den Grang mit 4. Also ein gutes Spiel, dann kann Spieler 1 mich noch greifen. Von daher, mit diesen Voraussetzungen gehen wir auf die Zielgerade in die letzten beiden Spiele. Und hier im 11. Spiel habe ich doch wieder in Vorhand was bekommen. Schönen Pik mit 2, mit einem Seitenass und farbefrei. Allerdings, man sieht es gleich, Spieler 1 in Mittelhand. Jetzt ist seine letzte Chance natürlich auch gekommen, in dieser Liste was zu machen. Von daher jetzt die Entscheidung, wird er mehr als ein Herz Hand ohne 2 haben oder hat er vielleicht Herz ohne 3 Hand? Wird er mich ranlassen? Nein, er bietet 44 und mehr als Pik Hand kann ich nicht, deswegen steige ich jetzt aus. Und schauen wir mal, wenn Spieler 1 ein gutes Spiel hat, dann wird es sich erst im letzten entscheiden. Er spielt hier aber einen Grang und ob der gut ist, das werden wir mal sehen. Auf jeden Fall habe ich 2 Buben dagegen und einen Ass, von daher Standard sofort wird erstmal Bube gezogen und natürlich der Pik-Bube, damit mein Partner in Hinterhand auch weiß, dass ich den Kreuz-Buben noch habe. Da bekomme ich die Herz-Dame und das sieht natürlich ein bisschen wie eine Gegenfarbanzeige aus, weil es nur das Bild ist und das bestätigt sich jetzt hier im zweiten Stich. Erst das Bild und dann der volle. Das kann ja in der Reihenfolge nur so sein, um mir das Karo Ass zu signalisieren. Allerdings Kreuz 10, das bedeutet ja wohl auch, dass Kreuz gar nicht die Stärke des Alleinspielers sein kann. Von daher, nach kurzer Überlegung, ziehe ich nun trotzdem auch nochmal das Kreuz Ass dazwischen, um jetzt auf Karo zu wechseln. Und ja, so ist es tatsächlich, Karo Ass bei meinem Paar und auch noch Karo 10.
Dann ging dieser Gang nicht. Ich nehme es Spieler 1 natürlich nicht übel, warum auch. Er hat im 11. Spiel auch seine Chance ergreifen müssen, hat jetzt nur einen 2-Farben-Gang, da fliegen jetzt sogar schon die Vollen in Mittelhand ohne 2 gegen meine beiden starken Buben. Das konnte dann natürlich nicht funktionieren, die Findung wird wohl auch nicht so gewesen sein. Und damit habe ich dann diesen Tisch hier auf jeden Fall für mich entschieden und kann mir in aller Ruhe noch das letzte Spiel ansehen. Hab tatsächlich wieder 5 volle und das muss man ja wirklich sagen. 3 verloren, 2 verloren, aber die Jungs geben nicht auf. Die gehen bis an die Schmerzgrenze. Im letzten Spiel wird hier auch nochmal weit über 30 gereizt. Also knauserig sind sie nicht. Gut, ist das jetzt vielleicht nochmal ein Kreuz mit 4? Das wäre ja aufgrund der Reizung wieder eher überraschend. Nein, mein Partner, also was macht denn Spieler 2 da? Da lässt er den Karo Buben laufen, jetzt steht Trumpf 3-3 und wir bekommen die Trumpf Luschen stattdessen. Also sehr, sehr merkwürdiger Vortrag, verschenkt das Tempo, verschenkt die beiden Augen. Jetzt kommt auch noch Pik Lusche an Bord, billiger Abwurf, also das, ja, na. Ich sage einfach nicht mehr so viel dazu. Was mir hier vielleicht gerade noch auffällt, Spieler 1 hat also offenbar jetzt auch seine Kämpfernatur entdeckt. Das war ja wirklich ein sehr schlechtes Spiel. Nochmal ein 5-Trümpfer mit einem Seitenass, was er jetzt hier glücklich gewinnt. Und so ist die Liste dann ausgegangen. 2-0 habe ich gespielt, aber Klassenziel erreicht. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Freude gemacht und wir sehen uns demnächst. Bis dahin, guten Abend.